Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge der irgendwelchen Random-Videos, ne? Und ja, heute gibt's mal wieder ein Spiel, was ich dachte, das ist vielleicht mal ganz cool. Und zwar Sugar Sugar. Ich kann da nochmal ranzoomen. Ich will natürlich jetzt nicht irgendwie die Werbung in den Vordergrund heben. Ich kann halt jetzt nicht den Scheiß ausblenden. Oder kann ich das hier... Ja, ich kann das hier schließen. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal. Zack. Vollbild geht leider nicht, sonst hätte ich das gemacht, genau. Und ja, in meinem Firefox, wo ich einen Adblocker anhab, fürs Video hätte ich den aktiviert, da geht der Flashplayer nicht, das nervt übelst und deswegen muss ich jetzt den Chrome nehmen. Und ja, sorry, dass man hier die Leisten sieht, es ist halt jetzt blöd, dass man echt nicht in ein Vollbild kann. Aber ja, egal, ich gehe mal auf Play. Worum geht's denn im Spiel eigentlich? Ja, ich zeig mal hier die Level. Und zwar muss man hier irgendwie sich was... Also hier kommt so Zucker aus dem Komma, ne? Und dann muss man sich hier so Wege zeichnen, die dann hier in die Tasse führen. Ja, steht auch da, draw with your mouse to get enough sugar in the cup. Und ja, das fließt dann eben hier rein. Ist jetzt ein bisschen blöd hier, die Rampe, ne? Hier oben sammelt sich alles und hier, ja, also ich hier, das hätte ich eigentlich so machen müssen, so gerade runter irgendwie. Denn jetzt dauert das ja erstmal ewig, bis sich das hier so gesammelt hat. Vielleicht kann ich es auch resetten, ja los. Machen wir es mal so. Denn, ja, man muss ja echt irgendwie schlau das machen, ne? Tatsächlich, damit das hier nicht... Ja, jetzt ist halt schon wieder verkackt, ne? Ja, braucht man ein paar Versuche manchmal. Ja, das sieht gut aus. Oh, scheiße, zu weit. Oh, ich hoffe, das reicht. Sollte aber eigentlich. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder so einen Punkt, wo sich das sammelt, ne? Aber irgendwie finde ich das so ein ganz entspanntes Spiel und ich wollte das mal zeigen. Wahrscheinlich werde ich es auch nochmal spielen irgendwann. So als zweiten Teil, ne? Warum nicht? Und ja, jetzt sind hier... werden hier die Zuckerkörner gezählt, die da reinfallen. Sollte aber jetzt relativ schnell gehen. Also je mehr sich hier ansammelt, desto größer wird die Lawine, ne? Und ja, dann klappt das eigentlich. Genau, und die anderen Level werden dann, denke ich, auch nochmal ganz cool. Mal sehen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal auch noch besser, irgendwie. Wäre eigentlich ganz gut. Und ja, jetzt haben wir hier Level 2, okay. Jetzt müssen wir zwei Tassen befüllen. Das ist natürlich auch schon mal schwer. Vielleicht irgendwie so. Und das, was hier daneben geht, kann direkt hier in die... Ach, scheiße, ey. Alter, na gut, warte. So. Es kann irgendwie in die Tasse geleitet werden, ne? Da ist eine jetzt schon mal voll. Und die andere lasse ich ja noch weiterlaufen. Ja, das sieht doch gut aus. Würde ich sagen, krieg mal hin. Ja, ich meine, es dauert jetzt wieder ein bisschen, ne? Bis sich hier genug angesammelt hat, damit hier immer Überschüssiges runterfällt. Ja, aber ist doch eigentlich ganz geil gemacht, so von den Physik her, ne? Ich meine, es sind nur so ein paar Pixel und so, aber es ist schon eine Überlegung dahinter. Und das gefällt mir dann eben dann doch, ne, an solchen Spielen. Es kommt ja nicht immer auf die Grafik an, sondern eben auf so das, was dahinter steckt, auch ein Stück weit. Und ja, so, ich hoffe, das geht jetzt hier mal voll, sonst, oh, ey, das dauert ja schon wieder ewig. Oh, 99, Alter, geil. So, na los. Ich hätte hier das nicht so machen dürfen, ne, irgendwie. Vielleicht kann ich ja hier noch, kann ich da noch was zeichnen? Kann ich überhaupt noch was zeichnen, ja. Ich glaube, wo Zucker liegt, da geht's nicht, oder? Doch, es geht noch. Dass es mal hier schneller runterfließt, ne? Das wäre mal schön. Ja, ich glaube, es hat sogar was gebracht. Ich meine, hier ist alles voll, ne? Aber egal. Hauptsache, Alessio geht's gut. Und das ist die Tasse. Die heißt jetzt so. Ja, was soll ich dazu sagen? Level 3 würde ich sagen. Los. Wo kommt's? Ach. White Sugar and White Cup, Red Sugar and Red Cup. The color the sugar sended through the filter. Ah, okay. Ja, machen wir erstmal die voll, ne? Und wenn die voll ist, dann hier oben durch, ne? Ja, passt eigentlich. So, ich würde sagen, irgendwie so. Ja, das passt. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja dann hier unten auch noch lang. Ja, aber das ist eigentlich auch easy, ne? So, ne? Das ist quasi nur, um dieses Feature erstmal vorzustellen. Wahrscheinlich wird das jetzt in den nächsten Leveln noch eine größere Rolle spielen. Ich würde sagen, eins gucke ich mir nochmal an und ja, nächstes Mal habe ich vielleicht auch mal mehr Zeit, dann machen wir dann noch ein paar mehr Level oder so. Ja, so, jetzt muss ich erstmal gucken. Also ich lasse die erstmal voll laufen, ne, weil das ist halt easy.
There is a hole in the ground. Ach du Scheiße. Ah. Stimmt. Ach du Scheiße. Dann muss ich hier quasi lang. Jetzt als nächstes. Ja, so. Und dann so da rein. Das ist ja wie bei Snake Eggs hier, ne? Und ja, danach mache ich es dann eben so, dass das hier reingeht. Aber es ist ein ganz cooles Spiel irgendwie, ne? Es gibt auch viele Level dazu. Keine Ahnung, ich habe das eben mal vor 3 Jahren bei Concrafter gesehen und das da irgendwie entdeckt. Und ich fand das irgendwie ganz cool, ganz chillig. Und ja, deswegen spiele ich das jetzt ja auch mal wieder, weil ich ja hier immer Ideen suche. Und ja, sowas gefällt mir eben, ne? Vielleicht finde ich ja auch nochmal mehr solche Browser-Games. Ja, hier fällt jetzt noch alles rein, ne? War ja wieder klar. Und ja, da hätten wir das Level geschafft und ich würde sagen, das wäre es gewesen von dem Video. Danke fürs Zusehen. Level 5 machen wir beim nächsten Mal oder so. Mal schauen. Und ja, tschüss.